Das Radio Bielefeld Tramp-Duell. Team Timo oder Team Joris? Wer schafft es als Erster zurück ans Mikrofon? Wir fahren jetzt nach Schildische. Das heißt, ich habe gleich Thesen, Jörnbeck und Schildische. Timo, oh, wenn du das hörst, Radio von 5. Das sieht super aus. Wir fahren jetzt eben, wie gesagt, nach Babenhausen und in Babenhausen sollte gleich ein Ortsschild sein und von da aus möchte ich dann bitte ganz schnell zurück Richtung Mitte, wenn mich da jemand sieht, aber ich werde gleich nochmal Bescheid sagen, wo genau ich dann stehe. Joris, du hast eben schon gesagt, du hast die falsche Route gewählt, ne? Die falsche Taktik. Ja, ist, also erstmal danke auch an alle, die mich mitgenommen haben heute Morgen. Vor allem Eduard, ganz großer Typ. Im Chemielabor irgendwo arbeitet er in Bielefeld, im Blaumann. War schon viel zu spät und meinte aber, hier komm, für Joris habe ich noch ein paar Kilometer Zeit. Der Fehler war nur am Ende, wir sind aus Babenhausen mit dem Bernd aus Babenhausen bis nach fast nach Quelle gefahren, Brackwede raus. Es war einfach zu weit, wir haben kein Schild gefunden. Ich weiß nicht, ob die alle abgebaut worden sind, wahrscheinlich. Und dann hatten wir erst in Brackwede das Schild und da habe ich verloren. Sonst sah es ganz gut aus. Ich pack die Flex wieder weg. Alles klar. Und freue mich weiter. Timo, nochmal herzlichen Glückwunsch. Natürlich vielen, Dankeschön. Vielen Dank an alle, die überhaupt mitgemacht haben und uns mitgenommen haben. Das Radio Bielefeld Tramp-Duell. Daumen hoch.